Hallo, hallo. So, schönen guten Tag. Geht weiter mit den Ausstanzungen, mit Standschablonen. Ich habe ja auch die von Action noch damals vor dem Lockdown bekommen. Gott sei Dank, ne? Ja, und es ist so, dass ich da mir immer, wenn ich mal was bastle oder mache, dann wird immer bei mir da viel dann auf einmal ausgestanzt. Und dann habe ich mir so aufgebaut, so ein Vorrat, ne, von den ausgestanzten Buchstaben. Da ist es ein Navyblau, dunkelblaues, ne, da so ein cremefarbiges, und dieser hier, die sind schon mit Gold überklebt, ne, sozusagen. Da liegen auch noch welche doppelt geklebte, weil die sind ja dünn, normal ausgestanzt, und dann macht man sie stärker, wenn man sie dann überklebt. Und das ist so, diese sind ja diese Blöcke aus Action weiß und cremefarbige, ne, diese normale, so ein Leinen Gartstock. Und da hat man ja immer viel von dem Weißer, geht schnell weg, und der bleibt. Und das habe ich jetzt zum Unterkleben, stanze ich mir da, hier habe ich das Dunkelblau, das Rosa, das waren auch aus Actionpapier oder so. Und dann kann ich die dann als Unterleger zum stärker die Buchstaben aufbauen. Hier ist es da so gemacht schon. Habe ich da zwei übereinander, und dann habe ich ein Gold, und unter drunter ist noch so ein gelber, ne? Ja, und alle Stanzungen, was ich mal mache, das hebe ich dann auf, und dann hat man immer so eine Notreserve immer da, wenn man mal keine Zeit hat. Oder ja, wollte ich mal zeigen. Und das sind ja diese Boxen, ne, aus Action, aus der Werkzeugabteilung, für 79 Cent, ne? Erste Jahre, glaube ich, gab es die sogar in der Aktion, hatte ich mal mir einige geholt, und dann nach Bedarf kaufe ich dann nach und nach mal, aber soweit reicht's. So, und da habe ich da einige schon gefüllt mit allem Möglichen, ne? Und die sind ja gut, dass die so schön kräftig schließen. Ja, da hat man auch Ausstanzungen und kleinere Buchstaben, größere. Und diese größeren sind ja, hatte ich schon gezeigt, was ich da Sticker-Buchstaben gemacht hatte. Das sind Stanzen aus von Tonic Studios, ne? Habe ich da. So, und hier habe ich auch noch solche Blüten. Das sind auch solche Stanzen. Und Prägestanze, Stanzer sind Stanzer, richtig, und ein Prägestanzen dazu. Das sind von Nellis Nellen, ne? Sind sehr alt schon, ich habe sie irgendwo liegen, sind so solche Stanzer, spezielles Set, immer zwei zusammen, auch für Schmetterlinge habe ich auch. Und die sind dann geformt, ne? Die werden so sofort auch geprägt. Und die werden ausgestanzt und rübergelegt in den zweiten, und der wird geprägt, sage ich mal. Und so habe ich da Reste mal verarbeitet und alles so einfach reinsortiert. Auch so Ausstanzungen, manche aus von Amazon hatte ich mal da bestellt. Und ja, so. Und diese möchte ich dann auch mal jetzt, glaube ich, bisschen vorarbeiten, weil Gold, Silber, Weiß, Rot vielleicht, kann man immer brauchen, Schwarz, ne? Und deswegen dachte ich, kann ich mir mal was auch davon was vorstanzen und vorarbeiten, ne? So einen Vorrat machen. So, und das wollte ich erstmal erzählen. Da habe ich auch noch einige. So, da habe ich ja
diese Reste liegen, als ich diese Karten gemacht hatte, ne? Mit den aus Restpapier. Und das sind diese Abschnitte. Ich habe sie alle aufgehoben, dachte ich, ja, kann ich dann brauchen. Da sind auch die Teile, Unterleger und Überschrift sozusagen, die Schrift. Und von Tonic Studios Standschablonen. Auch Kreise und ja, man hat so ein bisschen Spielraum, mal schnell, schnell. Heute sollte ich mal schnell einen Aufkleber. Und dann hatte ich die Zahlen gehabt, 25, ne? Und dann je nach Größe sucht man dann. Und hier auch so ein Tipp, ne? Guck mal, Gold und Schwarz unterlegen. Wie schön das ist. Einfach zweimal das und ausgestanzt und habe es übereinander geklebt. Ja, aufgelegt passte nicht, habe ich da reingelegt. Dachte ich, ja, irgendwann kommt es dann zum Einsatz, ne? Und bei den Buchstaben von Tonic Studios sind ja verschieden zwei Größen und deswegen habe ich da sind die ganz kleine und da ist die Druckschrift sozusagen, ne? Diese große Schrift, Buchstaben eben, Zahlen und Buchstaben. Ja, und da ist so ein, viele machen das bestimmt auch so, ja, und da ist alles eben Gold, Silber, so Herzchen, Herzchen. Und das sind, glaube ich, so Stanzen von der Stephanie Weidmann, glaube die Tate Reliefs, ne? Aus England damals war es ja auch, war die oft bei HSI, dann bei QVC mal. Aber jetzt leider sind sie alle weg, die Designer und Künstler aus England, ne? Es gibt ja noch bei QVC die Maria Gatto, die tut ja diese ganzen Sachen da vorstellen. Aber es ist schon schön, ne, wenn man da selbst die Künstler da hat. Ne? Und ja, und das habe ich auch jetzt so, solche feine Sachen auch doppelt übereinander geklebt, zusammengeklebt. Ne? Und einfach mit unten dem Tiki Glue von Action. Ist für mich einfach funktioniert. Und das ist auch von einer Standschablone, glaube ich, das war. Auch die Detailleist, glaube ich. Ist schon auch alt. Sogar runde Stanzen. Ne? Hebe ich alles hier auf. Ein bisschen sortiere, dass ich weiß, wo was liegt. Und diese sind auch noch Stanzen aus Schriftzüge ausgestanzt. Ist auch von Tonic Studios. Habe ich da auch aufgehoben, wenn ich sie brauche. Ne? Eigentlich glaube ich, hat es schon gezeigt. Diese Herzen sind auch so schön. Ne? Ja, das ist eben so. Und dann noch die letzte. So, und da ist auch so. Hatte ich ja letztens die Karten noch Aufleger gemacht auf diese Reste Verwertung von Papier. Und da hatte ich auch diese noch genutzt. Und da habe ich auch noch Buchstaben, auch noch welche Stanzen. Diese gab es ja auch bei Action, ne? Diese von Joyce mal. War ja echt, musste man Glück haben, die mal kriegen. Und ja, die hatte ich auch mal doppelt wieder so stark gestärkt, ne? So zwei Schichten. Und ja, vielleicht mal gucken, ob ich da was mit noch weiter noch verarbeite, wo ich die dann brauche. Ja, so hat man alles Mögliche, so dass man das vielleicht mal kombiniert. Und da ist so ein mattes Gold, hatte ich da. Und so ein ganz extra gelbes Gold. Es gibt ja verschiedene, ne? Und mischen möchte ich das nicht. Und deswegen, ja, braucht man diese Boxen. Die sind echt gut. Und diese kräftige, ne, Verschluss, da ist echt stabil, da fliegt nichts rum. Ja, das war es erstmal. Und da rein möchte ich auch noch mir solche einen Vorrat machen. Ne? Ja, und noch so weiter mit diesen Boxen, dachte ich, dann erzähle ich noch auch das noch. Das habt ihr bestimmt auch noch einige,
das Gleiche, ne, wie ich. Anfangs gab es bei Action, auch jetzt gibt es die solche Mischtütchen, Beutel voll mit Schmucksteine. Und die waren ja voll gemischt. Und da hatte ich die dann sortiert. Das ist ja eine Arbeit, ne? Aber doch habe ich die Halbperlen sortiert, dann die Glas, die klare Steinchen, ne? Schmucksteine. Und da so wie feines, ganz feine, ne? Und da wie so eine Umrandung, ne? So diese Form auch noch extra. Und da so Halbperlen große, ne? Und so, dass man da wenigstens ein bisschen Überblick hat, was so da ist, ne? Weil die Farben, ne, sind ja, manche sind echt, wir sind so, ich bin so wie eine Elster, ich mag auch diese ganze, aber zu viel ist es, dann denkt man, oh, das ist auch, aber kommt wieder was und denkt man, nee, das kann echt nicht sein, aber es sind so schön, ne? Und so ist das. Ja, und da ist es auch noch, diese hatte ich auch sortiert, aussortiert, die Sternchen, ne? Dann die kleinen Steinchen, ganz mini. Manchmal braucht man richtig mini Steinchen, ne? Und da sind diese Blümchen, ne? Und verschiedene hatte ich meine Mischung und habe sie dann alle so ein bisschen sortiert, dass man da wenigstens weiß, weil hatte vor, noch weiter zu sortieren, aber lasse ich so. Man kann da sich was aussuchen, wenn es soweit sein muss, ne? Und das immer schön schließen. Ist ja immer wichtig, wenn man da spritzig ist, ein Steinchen. So. Und diese sind ja, ne, echt. Gab es auch in einem Set solche wie Gold, ne? Gold. Gold überzogen, goldfarbige, ne? Sind auch schön. Und die da hat sich eine Menge zusammengeholt, ne? Gesammelt von der einen Sorte, ne? Sind sie auch wie Halbperle, so nicht klar. Und das sind diese gespiegelten, ne? So, ja, das kommt dann hier. Da ist noch der Rest, was woanders nicht passte. Ist auch dann extra hier noch ein paar Halbperlen und auch diese Abschnitte. Ne? Ja, und deswegen, ja, mal gucken. Werde ich da ein paar leere, kann ich dann ein bisschen umsortieren. Und dann diese Buchstaben dann reinstanzen. Verschiedene Farben, ne? Ja, das war's eben. Diese Tipp da mit den Kisten. Ja, aber es haben viele. Es gibt es immer bei Action zu kaufen. Auch durch Click und Collect, ne? Ja, die stehen dann bei mir in der Colors habe ich ja stehen, das Regal, und da passen dann in eine Schubkasten so gut rein. So, na gut, das war auch so ein kleiner Überblick von der Elster Polina, ne? Gut, danke fürs Zuschauen, mache ich Schluss und bis demnächst. Tschüss!